Der E-Learning Award in der Kategorie kompetenzorientiertes E-Learning geht an Hermann Ortmeier von Miele. Miele-Fachverkäufer lernen in einem Online-Verkaufsspiel Hausgeräte verkaufen. Fischer Knoblauch macht dieses Spiel für Miele. Es vermittelt in drei verschiedenen Lernszenarien 5 Produkte, die der Verkäufer an unterschiedliche Kunden verkaufen soll. Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad je nach Level. Die Kunden werden immer schwieriger und anspruchsvoller. Verkäufer lernen daraus, das Beste zu machen. Ich glaube, jeder von uns, der mal in der Situation ist, was zu verkaufen, kann es brauchen. Und deswegen geht der E-Learning Award an Sie. Mein Name ist Marcel Martins. Ich arbeite bei Fischer Knoblauch & Co. in Bad Homburg als Konzeptionist und Projektleiter. Ja, wir sollten noch ein ernstes Gespräch führen. Miele macht seit 20 Jahren Präsenztraining und in diesem Präsenztraining haben Sie jetzt eine weitere Variante mit eingebracht mit diesem Projekt. Worum handelt es sich da? Also wir besprechen bei diesem Thema über Präsenztraining für Verkaufstechniken. Das heißt, es gibt seit über 20 Jahren bei Miele Verkaufstrainings, die für die Verkäufer hier speziell in Deutschland angeboten werden. Und mit diesem Verkaufsspiel, was jetzt gerade entwickelt worden ist, zusammen mit FKC, bieten wir die Möglichkeit an, in ein klassisches Blended Learning hineinzugehen. Das heißt, eine Vorbereitung auf den ersten Part, eine Nachbereitung des ersten Parts und als Vorbereitung zu dem zweiten Part. Herr Ortmeier, es geht ja darum, die Kompetenzen der Mitarbeiter halt zu steigern. In welcher Form ist es konzeptionell, einen didaktischen Mehrwert E-Learning einzusetzen? Wir haben uns jahrelang mit dem Thema, mit der Frage beschäftigt, ist es möglich, Soft Skills, nichts anderes geht es hier, per E-Learning rüberzubringen. Wir haben uns jahrelang dagegen entschieden, sind aber der Meinung, dass es in der Zwischenzeit einfach sinnvoll ist, über dieses Tool tatsächlich auch bestimmte Themen zu transportieren, und der Erfolg zeigt, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Wie viele Lerner betrifft dieses Angebot? Wir haben weltweit 50.000 Händler mit circa 200.000 Verkäufer. Das wird so die Größenordnung sein, die wir dort erreichen. Wenn man jetzt zuständig ist für die Weiterbildung und insbesondere jetzt für die neuen Medien bei einem so großen Konzern, gibt es da auch so etwas wie eine Trainingsstrategie, die dann halt einem als Akteur auch so eine mittelfristige Planungssicherheit gibt? Die Trainingsstrategie gibt es selbstverständlich. Unser Job aus der Marketingabteilung, aus der Produkttrainingsabteilung in Gütersloh ist, die Vertriebsgesellschaften darin unterstützen, diese Trainingsstrategie auch tatsächlich zu entwickeln, die dann in den 40 Ländern allerdings auch wirklich unterschiedlich aussehen kann. Was war Ihre größte Herausforderung jetzt bei der Beteiligung an diesem Projekt? Große Herausforderung würde ich jetzt nicht sagen. Es war ein sehr angenehmes Projekt. Die Zusammenarbeit mit Miele läuft immer optimal und es gibt eigentlich wenig Barrieren. Konzeptionistisch gab es von der Sicht der Programmierung sicherlich ein paar Herausforderungen, da wir dieses Spiel multivariablen Ausgängen konzipieren mussten. Aber nachdem wir das einmal gemacht hatten, konnten wir bei den nächsten Leveln drauf aufbauen. Und da war es auch von dem Aufwand jetzt gar nicht mehr so viel. Deswegen würde ich nicht von Herausforderungen oder im Sinne von Barrieren sprechen, sondern es war wirklich ein super spannendes und angenehmes Projekt. Ja, eine letzte Frage, Herr Ortmeier. Es gibt ja noch sehr, sehr wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir hatten es ja heute in einem anderen Fall gehört, eine wissenschaftliche Begleitung bei der Lufthansa. Wie kann man als Akteur Wirkungsprognosen erstellen? Was für eine Wirkung letztendlich dieses E-Learning haben wird? Basis für dieses Projekt ist eine wissenschaftliche Untersuchung gewesen mit einer empirischen Untersuchung bei knapp 15.000 Händlern in 4 unserer Vertriebsgesellschaften. Und auf dieser Basis ist eigentlich das Verkaufsspiel auch erst entstanden. Wir haben die Frage gestellt, die relativ einfache Frage, welche Kompetenzen brauchen Sie als Verkäufer, um Miele Hausgeräte zu verkaufen? Und die Auswertung, die Evaluation genau dieser Fragestellung hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, Produktwissen ist gut, ist erfreulicherweise für uns als Produkttrainingsabteilung auch von allen genannt worden als wichtige Kompetenz.
Kompetenz, aber darüber hinaus geht es eben um Dialogfähigkeit, um Kundenberatung, um Beratungsfähigkeit und so weiter, Kommunikationsfähigkeit. Und das ist schon ein gutes Fund, eine gute Sicherheit zu wissen, dass wir mit dem Projekt gut aufgestellt sind. Leider noch nicht selbstverständlich heute in der Wirtschaft, dass es auch wissenschaftlich evaluiert wird. Aber auch das ein Aspekt, der die Jury bestätigte, diese Kategorie verliehen zu haben. Ein Abschlussapplaus gibt nochmal alles für unsere Preisträger von Miele für dieses Projekt. Und ein Pressefoto gibt es oben ein.